Hallo, willkommen auf Golfen mit Freude. Während meiner jetzigen Golfreise auf Zypern haben meine Schüler sehr viel Gelegenheit, ihre Angst, den Ball über Gefahr zu schlagen, zu überwinden. Hier ist ein Beispiel, wie sie es an dem Schlüsselloch 7 an dem Aphrodite Hills Golfplatz es tun. Ach, guck mal. Hat er Nerven. Bang. Geh rein. Geh rein. So, im heutigen Video möchte ich dir helfen, bessere Chancen zu haben, solche Herausforderungen öfters zu schaffen. Dieses Video habe ich letzte Woche, als ich noch in Südafrika war, auf einem sehr süßen Golfplatz in der Nähe von Kapstadt gemacht. So, ich wünsche dir viel, viel Spaß. Bitte nicht zu viel lachen darüber. Das wird dir helfen. Hallo, du bist beim Golf mit Freude. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, an diesem engen Platz dir zu sagen, dass solche Situationen, die waren für mich sehr problematisch, für sehr, sehr lange. So, wenn du als nicht erfahrener Golfer Angst vor sowas hast, ich habe totales Verständnis. Aber du musst einen Weg finden, das auszublenden. Und damit helfe ich dir jetzt. Die Tatsache ist, dass die meisten Penalty Areas mit Wasser und Bunker und Busch, die sind gar nicht im Spiel. Dieses Wasser ist nur eine ganz tolle optische Täuschung. Das war nur 80 Meter von hier zum Abschlag. Ich hatte auch Rückenwind und mit meinem Holz 5 war es für mich kein Problem. Nur bei dir könnte es ein Eisen 7 gewesen sein, wo das Wasser nur 60 Meter lang ist. Das spielt keine Rolle. Aber für mich ist dieses sehr beeindruckende Wasser gar nicht im Spiel. Aber ich weiß, trotzdem ist es im Kopf. So, ich werde dir erklären, was ich vor 13, 14 Jahren gedacht habe. Und ich war schon da Golflehrer. So, ich habe auch damit mit solchen Dingen viel zu kämpfen gehabt. Das war in Dubai, ein wunderschöner Platz. Und ich habe mir gedacht, okay, seien wir ganz frech. Ich werde jetzt diesen Ball schlagen mit dem besten, hübschesten Schwung und dann, wenn der Ball über das Wasser fliegt, stelle ich mir vor, so wie da, wie der Ball das Wasser auch anguckt, seine Zunge raussteckt und sagt, na, du kannst mich nicht beeindrucken. Ich schaffe das. So, ich war der Ball. Ich weiß, es ist ein bisschen verrückt, aber so bin ich. Und das hat gewirkt. So, sei frech, sei selbstbewusst und genieße das Spiel. Danke, dass du das etwas andere Video angeguckt hast und bitte like. Ich freue mich drauf. Tschüss. So, wie fandst du die Idee? Unbedingt ausprobieren. Tschüss.